Ich habe jetzt bald mein Kind auf dem Arm und eigentlich weiß ich, dass man möglichst schnell danach wieder mit den ersten Übungen anfangen sollte. Aber womit eigentlich? Jetzt, wo mein Kind raus ist, ist mein Bauch so wabbelig und ich merke, dass der Beckenboden ist so schlecht. Aber womit darf ich denn jetzt überhaupt starten? In diesem Video zeige ich dir ein Beispiel, was du innerhalb der ersten 6 Wochen nach einer Schwangerschaft durchführen kannst. Wochenbettübungen kannst du starten 24 Stunden nach der Geburt, wenn du einen Kaiserschnitt hattest, so 4., 5. Tag. Natürlich geht nicht alles gleich sofort. Passe natürlich immer dem an, wie es dir gerade geht. Doch wichtig ist, dass du verstehst, dass der Start ruhig schnell kommen kann, damit dein Gehirn wieder die richtigen Muskeln anpeilt. Es kann sein, dass du am Anfang ganz wenig spürst und wir machen auch noch keine großen Sachen. Denn das Wochenbett ist hauptsächlich, wie gesagt, dafür da, dass dein Kopf nicht vergisst, was da unten gewesen ist. Dein Kind ist jetzt raus, der Druck ist weg, nach unten, nach vorne und plötzlich ist das alles so nicht ansprechbar. Einfach immer wieder durchführen und wenn du Fragen hast, ich bin auf jeden Fall für dich da. Wenn du mehr von Workouts haben möchtest, die du gleich mit Level 1 starten kannst, dann kann ich dir meinen Mami Vital Kurs empfehlen, denn da findest du wirklich richtig viele Workouts für jede Position, stehen, liegen, Kopfstand glaube ich nicht, aber möglichst viele Ausgangspositionen, damit immer für dich das Richtige dabei ist, unter anderem auch mit Kind. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen nach Schwangerschaften. Ich kann dir auf jeden Fall den perfekten Weg zeigen, wie du optimal durch die Schwangerschaft gehst, anschließend nach der Geburt eben auch richtig startest und dann die perfekte Rückbildung durchführst, um anschließend wieder einen festen und gesunden Körper zu haben, mit dem du dein Mutterleben genießen kannst. Und jetzt fangen wir mal mit einem leichten Wochenbett-Workout an. Viel Spaß dabei! Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange dein Kind schon auf der Welt ist, aber wenn du dieses Workout anschaust, dann bist du im Wochenbett. Das heißt, die ersten 6 Wochen nach Schwangerschaft, natürlich kannst du später auch durchführen. Wir machen das jetzt so, damit dieses Workout immer passt. Ich zeige das jetzt mit den Händen vor. Wenn du aber dein Kind auf dem Arm hast, machst du das Ganze mit den Füßen, mit den Beinen. Also, wenn du die Hände frei hast, jetzt mal greifen. Ansonsten wippst du mit den Füßen hoch und runter. Es geht einfach darum, dass dein Kreislauf angeregt ist. Wenn beides frei ist, kannst du natürlich auch beides nehmen. Aber wir machen das jetzt mal hier offiziell mit den Händen. Ellbogen beugen und strecken. Wenn du dein Kind auf dem Arm hast, kannst du vielleicht im Sitzen deine Beine etwas bewegen. Wenn es das Kind stört, dann geht es auch über Anspannen, dass deine Muskeln dick werden, dünn werden und dadurch das Blut schneller weiter transportiert wird. Das kannst du eigentlich im ganzen Körper machen zur Energiebereitstellung. Okay, gut. Füße hoch und runter ist sowieso immer sehr gut. Für die Füße ist es, oder für das Blut ist es am schwersten, von den Füßen zurück zum Herzen zu kommen. Und durch diese Kippbewegung der Füße nutzt du die sogenannte Muskelwadenpumpe, die durch das Anspannen das Blut besser hochbringt. Dann wirst auch das Wasser in den Beinen schneller los. Okay, wenn das gerade möglich ist, Schultern kreisen, regt auch den Lymphfluss an. Also wieder, wenn du noch Wasser im Körper hast, kann das so schneller rausgehen. Und du fängst schon mal an, ganz bewusst durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus. Nase ein und durch den Mund wieder aus. Wenn du jetzt übrigens noch schwanger bist, kannst du auch gerne mal mitmachen. Das ist nämlich für die Bewegung an sich sehr, sehr toll. Andersherum, kreisen. Die Betonung liegt immer auf unten und hinten, weil dieses hoch und nach vorne macht man sowieso schon viel zu viel. Auch wieder, ich weiß das noch, als ich mein Mäuschen immer die ganzen Jahre auf dem Arm hatte, man kann da nicht so viel kreisen. Aber manchmal hat es ihn auch gar nicht gestört, wenn ich das währenddessen gemacht habe. Nochmal nach hinten kreisen, bewusst nochmal hinten, unten, hinten, unten, hinten, unten, hinten, unten, hinten, unten, hinten, unten. Nase einatmen. Mund wieder aus.
Durch das bewusste Einatmen hilfst du deinem Körper, den sogenannten Lochlienstau wieder zu lösen. Das heißt, nach der Schwangerschaft hast du noch Flüssigkeiten in deinem Körper, die natürlich auch raus wollen. Und die kannst du durch die Atmung, durch die leichten Bewegungen viel schneller wieder raustransportieren. Dann wirst du auch diesen ganzen Auslusskram schneller wieder los. Ist ja auch nicht so schön, ne? Gehört leider dazu. Okay, gut. Je nachdem, ob es geht, ob du am Anfang bist. Es lohnt sich am Anfang, das mal mit den Händen zu üben. Du wirst es aber auch mit Kind auf dem Arm ganz einfach hinkriegen. Okay, jetzt erstmal wieder überlegen, was ist denn überhaupt nochmal mein Bauch? Du versuchst jetzt überhaupt erstmal den Bauchnabel einzuziehen und locker. Bauchnabel einziehen und locker. Bauchnabel einziehen und locker. Und verzweifle nicht, wenn du im Moment kaum was spürst. Dein Kind ist gerade erst raus. Dein Gehirn ist voll darauf getrimmt, dem Bauch Platz zu geben, da drin einem Leben oder einem Lebewesen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Und das fehlt jetzt. Und jetzt ist im Wochenbett die Aufgabe, dein Gehirn wieder auf den Prozess der Rückbildung zu trimmen. Und dafür braucht das Gehirn Informationen. Und dazu gehört das Einziehen, locker lassen. Einziehen, locker lassen. Jetzt halt es mal eingezogen. Du stellst dir jetzt die Haselnuss hier im Bauchnabel vor. Ich gehe mal mit den Händen weiter zusammen. Das kannst du auch ruhig machen. Daumen sie hin. Bei dir sieht das alles noch ein bisschen anders aus, weil das alles noch nicht so lange her ist. Das ist auch völlig okay. Du hältst es eingezogen und probierst jetzt mal, den kompletten Korsettmuskel nach vorne zu ziehen. Auch das wird am Anfang nicht möglich sein. Trotzdem versuchst du das immer wieder, auch wenn deine Hände nicht oder dein Korsett nicht das macht, was es soll. Du kannst aber gerne die Hände ein bisschen zur Hilfe nehmen. Also ich habe einen guten Kontakt und ich habe es dann am Anfang gemacht, Haselnuss einziehen und jetzt richtig mit den Händen so nachgedrückt, alles Richtung Bauchnabel. Zum Bauchnabel, Haselnuss ist immer noch eingezogen. Wenn du es hinbekommst, dann mit der Ausatmung alles zum Bauchnabel. Wir wollen das Zwerchfell nutzen. In dem Moment, wo du ausatmest, geht das Zwerchfell hoch. Und das Vakuum sorgt dafür, dass du besser einziehen kannst und den Beckenboden auch gleich leichter hochkriegst. Und rein mit dem Bauchnabel und alles nach vorne. Dein Korsett wird vorne geschnürt. Verzweifel nicht, einfach immer wieder machen. Immer wieder. Irgendwann klappt es da oben wieder. Immer beim Anspannen ausatmen. Okay, du behältst es eingezogen und etwas vorne zusammen. So gut, wie du es zurzeit halten kannst. Und jetzt kommt was ganz Gemeines. Wenn du dein Kind auf dem Arm hast, alles ohne Arme. Du kannst das auch so. Alles so. Dann machst du einfach so weiter. Du kannst auch irgendwo dich hingeschluffelt haben, weil du so am besten liegst, wie gesagt, oder sitzt. Dann jetzt den Beckenboden. Du hast unten eine Öffnung und das stellst du dir vor wie ein großes Auge. Und du sitzt, wenn du so sitzt wie ich gerade, auf deinen Sitzknochen. Ansonsten stellst du dir diese Öffnung vor und verkleinerst die jetzt von links nach rechts. Du willst die rechte und linke Wand in die Mitte ziehen. Auch das wird am Anfang nicht möglich sein. Locker. Nochmal rechts, links. Aber du versuchst es. Und es geht darum, dass dein Gehirn wieder versteht, was da los ist. Dein Gehirn weiß das gerade nicht mehr. Es ist egal, ob Kaiserschnitt oder Spontangeburt. Dein Beckenboden muss wieder mit dem Gehirn zusammenarbeiten. Nochmal rechts, links, locker. Jetzt mit der Ausatmung. Beim nächsten Mal einatmen, beim Anspannen ausatmen. Einatmen, anspannen, ausatmen. Einatmen, anspannen, ausatmen. Versuch mal, das rechts links zu halten und jetzt versuchst du, die Öffnung von vorne nach hinten zu schließen. Und ich weiß genau, dass du denkst, was will die denn da von mir? Das kommt. Von vorne nach hinten die Öffnung verkleinern. Und locker. Von vorne und hinten die Öffnung verkleinern. Und locker. Von vorne und hinten die Öffnung verkleinern. Beim Lösen wieder einatmen. Beim Anspannen ausatmen und los. Einatmen und anspannen, ausatmen. Einatmen und anspannen und ausatmen. Das hältst du. Rechts, links versuchen nochmal, vorne und hinten.
Und jetzt hast du unten drei Körperöffnungen. Versuch mal vorne Urin aufzuhalten, hinten Stuhlgang aufzuhalten. Ich weiß, vielleicht mit einem Dammschnitt oder so fühlt sich jetzt gerade unangenehm an. Passt es immer deinem Schmerz an. Und dann, da wo dein Kind rausgekommen ist, wo du neulich noch froh warst, dass es jetzt da rauskommt, da versuchst du jetzt mal wieder die Öffnung zu verkleinern. Teil 3. Dritte Körperöffnung. Und wieder alles lösen. Urin aufhalten, Stuhlgang aufhalten und die Öffnung für dein Kind wieder schmal zusammenziehen. Richtig, also ich konnte immer gut mit Augen zuarbeiten, damit das dein Gehirn noch mehr auf die Muskulatur konzentriert ist. Vorne Urin aufhalten, hinten Stuhlgang und in der Mitte wieder weiter verschließen. Locker. Vorne Urin, hinten Stuhlgang und in der Mitte wieder auch verschließen. Mach das immer und immer wieder. Und dann jetzt nochmal mit der Ausatmung. Lange, langsame Ausatmung und währenddessen vorne schließen, Stuhlgang aufhalten, Mitte. Einatmen. Mit der Ausatmung vorne schließen, hinten schließen, Mitte schließen. Einatmung. Ich merke, wenn ich die Mitte habe, dann will ich nochmal so hochziehen. Nochmal vorne, hinten und die Öffnung richtig schließen und hochziehen. Mit der Ausatmung alle drei Anteile zusammen. Langsam ausatmen. Rechts, links, vorne, hinten, vordere Körperöffnung, hintere Körperöffnung, Mitte schließen. Einatmen. Mit der Ausatmung von rechts nach links, von hinten nach vorne, vorne Öffnung, hintere Öffnung, Mitte schließen. Einatmen. Das hältst du gleich über die nächste Einatmung, damit wir den Korsettmuskel nehmen können. Also mit der Ausatmung rechts, links, vorne, hinten, vordere Öffnung, hintere Öffnung, Mitte schließen und hochziehen. Jetzt hast du den Beckenboden und du versuchst, egal ob du was merkst oder nicht, du willst ihn zusammenkneifen und hochziehen. Mach die Augen zu, konzentriere dich darauf. Und während der Atmung weiter diese Spannung halten, warte auf die nächste Ausatmung, hast du die Hände frei, nimmst du sie dazu. Sonst, wie gesagt, Mäuschen nicht fallen lassen, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammendrücken. Du kannst, wenn du es möglich ist, mit den Händen nachhelfen und unten die Spannung halten und lösen. Beckenboden fest, rechts, links, vorne, hinten, drei Öffnungen schließen. Haselnuss einziehen, Haselnuss richtig fest zusammen, hilf mit den Händen nach und locker. Einen letzten noch mit der nächsten Ausatmung. Jetzt nochmal alles rechts, links, Beckenboden, vorne, hinten, Beckenboden. Körperöffnung vorne, hinten schließen. Mitte fürs Kind nochmal richtig eng ziehen, halten. Mit der nächsten Ausatmung Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen, wenn du aufrecht sitzt, sonst passt du dich dem Kind an und lösen. Wenn du jetzt gerade frei sitzt, machen wir hier weiter. Mit Kind bleibst du bei diesen Übungen. Wenn du gerade Zeit hast, dann beginnen wir mal ein bisschen Bewegung in die Wirbelsäule zu bringen. Immer noch Beckenboden fest, Korsett fest, alles so gut, wie du zu diesem Zeitpunkt kannst. Hin und her. Seitliche Bewegung der Wirbelsäule ist das. Du hattest jetzt eine lange Zeit deinen Darm sehr eingeklemmt. Du hattest die Wirbelsäule sehr fixiert. Und es ist gut, wenn da jetzt mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Hin, her. Die Schulter runter, die Schulter runter. Die Schulter runter, die Schulter. Und zieh sie ein bisschen nach. Genau, super. Weiter atmen. Während des Erzählens kann ich immer nicht so viel mit der Atmung zeigen. Unten ist Beckenboden angespannt, Korsett ist fest. Wenn du merkst, dass eine Seite schwerer ist als die andere, atmest du immer aus in die schwerere. Ansonsten die Atmung einfach der Bewegung anpassen, in die Richtung, eine Richtung durch die Nase einatmen und in die andere Richtung durch den Mund ausatmen. Okay, gut. Dann, ich drehe mich mal etwas, Becken rund. Aufrecht. Rund, aufrecht. Kannst du das so sehen mit dem? So, meine Sitzknochen. Und ich gehe hinter die Sitzknochen, vor die Sitzknochen. Hinter die Sitzknochen, vor die Sitzknochen. Dahinter, davor. Dahinter, davor.
Das merkst du selber, du standst sehr wahrscheinlich sehr im Hohlkreuz die letzte Zeit und jetzt kann das mal so ein angenehmer Schmerz sein, mal wieder hier hinten zu sein. Achte darauf, dass du den Beckenboden von vornherein immer wenigstens aktivierst und Korsett genauso, dass das gleich zum Gehirn dazugehört, dass es die Spannung wieder da in dein Leben integriert wird. Hin, her, hin, her. Super. Ich drehe mich wieder nach vorne. Eine Bewegung noch, immer anpassen. Du hakst die Hände vorne ein, Becken nochmal kontrollieren, Korsett kontrollieren und mit etwas Schwung, wenn du es gut haben kannst, nach hinten. Das Schöne ist, dein Becken ist jetzt fixiert. Du kannst dich da nicht mitdrehen. Knie bleiben nach vorne gedreht und über die Schultern das Ganze steuern. Eine Schulter will weit nach hinten. Kopf kannst du mitdrehen. Wenn du dir schwindelig wird, dann bleiben die Augen vorne. Dadurch ist es nicht so viel Bewegung fürs Gehirn. Haselnuss fest, Korsett fest und Beckenboden, alle drei Anteile fest. Weiter atmen. Okay, gut. Langsam auspendeln. Das ist mal ein Workout, was du auch mal so in den Alltag integrieren kannst. Wenn du noch gerade schwanger bist, auch alles super, mach das jetzt schon. Und ich zeige dir sehr gerne, wie du in der Schwangerschaft schon dich vorbereiten kannst, dass die Geburt einfacher wird und das Wochenbett einfacher wird. Weil wenn du ein Kind erstmal auf dem Arm hast, wenn du schon auf dem Arm hast, merkst du es, dann hat man unglaublich viel zu tun. Und ja, egal, ob du das Kind schon hast oder ob es unterwegs ist, ich helfe dir sehr gerne. Meld dich bei mir, wir machen das ganz in Ruhe. Ich weiß selber, wie das ist. Ich habe zwei Jungs, beide gestillt. Flaschenkinder haben auch viel Arbeit. Ich würde jetzt sagen, du meldest dich einfach mal bei mir. Du stellst mir mal deine Fragen, die du noch zu deinem Körper zum Beispiel hast, für die Geburtsvorbereitung, für das Wochenbett und wie es danach weitergeht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, dass ich genau dafür schon den Mami Vital Kurs entwickelt habe. Das war mein allererster Online-Kurs und der hat schon unglaublich vielen Frauen geholfen, sich einen richtig tollen Körper nach der Schwangerschaft wieder aufzubauen. Das Ganze geht dann noch ein bisschen weiter, das erkläre ich dir dann aber. Wenn du jetzt gerade im Wochenendbett bist oder kurz vor der Geburt, dann ist das jetzt erstmal das Allerwichtigste. Ich freue mich für dich und ich würde sagen, ja, dass du mir dann entweder per E-Mail schreibst, per Facebook, per Instagram, du kannst auch Kommentare hier drunter schreiben. Und es ist einfach nur wichtig, dass wir beide mal in Kontakt kommen und du dir nicht mehr so viel Blödsinn erklären lässt von außen. Ich finde es echt schlimm, was mit den Frauen heute gemacht wird oder auch nicht gemacht wird. Lass dir nicht erzählen, 6 Wochen macht man nichts. Weil du hast gemerkt, es ist sowieso schon so schwer. Dein Gehirn schafft es gar nicht mehr, deine Strukturen anzusprechen. Und das ist im Wochenbett unglaublich wichtig. Es ist wichtig, dass du anleitest, dass die Flüssigkeiten aus dir rauskommen. Die Gebärmutter will wieder dahin, wo sie hingehört. Die Blase, der Darm, alles in dir hat deinem Kind so viel Platz gemacht. Dein Kind hat auch mal alles eingeengt. Ich weiß nicht, ob deiner Symphyse, wo es dir vielleicht jetzt zurzeit nicht so gut geht. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wir das richtig toll wieder hinkriegen. Ich habe da Lust zu und ich bin gespannt auf deine Fragen. Und ich mache auch gerne noch mal ein Fragen-Antwort-Video. Ja, es wird eine richtig tolle Zeit. Melde dich bei mir. Bis dahin, tschüss, sagt Maike Droste.